So, wir müssen mal hier wegen. Hier ist ein Evoker-Emblem. Spear of Soldier und Sera. Okay, das ist. In the background. Infinitive Range, holy moly. Macht das Sinn? Warte mal. Wenn ich den jetzt nach hinten stelle, haben die jetzt unendlich Range? Nee, oder? Warte mal. What the? Alles klar. Na gut, damit kann man Spaß haben. Wir bauen eine dicke Frontline. Und dann bauen wir den fettesten. Der braucht ja keine RFC mehr dann, ne? Wir bauen jetzt eine richtig dicke Frontline, Leute. Wir brauchen jetzt so eine dicke Frontline. Gib uns Yone, wir brauchen Yone. Nein, das brauchen wir alles nicht. Da, 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 da. Ja, wir müssen jetzt ganz, ganz dringend Items bekommen für den hier. Das will ich ihm eigentlich nicht geben. Ah, das ist sehr, sehr cool. Ist einfach ein Full-Range-Yone haben. Ah, ich hätte den für Dings reinstellen sollen. Mist, habe ich verhauen. Ich hätte den für Set rein tun sollen. Gewinnt er das? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, der hat ja noch die Heilung. Junge, wir haben einfach Ranged. Guckt euch das an. Das ist der komplette Laser-Ion. Der wird ja dann richtig böse, wenn wir Items kriegen für den. Junge, Junge, Junge. Wir können auch Rengar theoretisch machen nach hinten, ne? Aber springt der nach vorne jetzt? Weil der ist ein Assassin, ne? Ich glaube, der springt nach vorne. Machen wir so. Machen den mal raus. Mirage, wir brauchen unbedingt einen Nunu. Aber wir können leider nichts leveln oder so gerade. Wir müssen gerade mal chillen. Wulibär. Wir müssen leider gerade mal chillen. Die wird sich ja nochmal healen gleich. Genau, wegen dem Mirage. Verlieren wir nochmal die Runde. Aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, wir kommen mit diesem Emblem irgendwie ganz gut weit. Vielleicht kriegt er noch einen Kill, das wäre big. Oh, hat er. Sehr gut. Ist ja nicht so schlimm, der Lucian. So, wir brauchen. Was habe ich gesagt? Ne, FC brauchen wir erstmal. Wir brauchen Rakan hier. Ein Dings. Nice. Dann haben wir schon mal ein Item für ihn. Schon mal ein sehr wichtiges Item. Der muss dann auch, glaube ich, nicht so viel Survivability haben, ne? Ein sehr, sehr gutes Item haben wir bekommen. Nunu hätten wir auch nehmen können, weil das ist Nunu. Aber den kriegen wir auch noch so. Da hat er schon mal ein Ruans. Warte mal, ich wollte eigentlich Dings bauen, ne? Egal. Ich habe falsche Item genommen. So. Können wir nicht theoretisch so machen? Ich probiere jetzt mal was aus, ja. Ich stelle kurz mal alle nach hinten. Das müsste ich eigentlich dauerhaft machen, ne? Weil die jetzt alle Ranged sind.
Ich muss die alle nach hinten stellen in der Theorie, weil die auch nur Attack Speed kriegen. Und wenn ich da jetzt noch eine Seraphine reinklatsche. Oder irgendeinen Heiler. Ich meine, die kriegen ja Heilung durch Mirage. Die kriegen ja noch Heilung durch Mirage dadurch. Kann ich hier leider nichts machen. Nee, brauchen wir nichts davon. Hand of Justice. Brauchen wir eigentlich auch nicht auf Leona. Ja, ich denke, wir werden zu Eco bauen. Ja, wir haben noch ganz gut Leben. Ich glaube, das ist mit eins der coolsten, die ich bisher hatte. Eins der coolsten Dinger. Das ist eins der coolsten Dinger bisher. Holy moly. Das ist ja super cool. Ah, das ist der wieder, ne? Sieht wieder sehr interessant aus, ja. Vor allem habe ich ja nur Rangers, die aber trotzdem Tanks sind teilweise, ne? Wir müssen die aber, glaube ich, ein bisschen so stellen, dass die auf beiden Seiten chillen, die Leute. Nice, wir haben gewonnen. Sehr gut. Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen verteilen. Wir tun mal den einen DD rüber und dann kriegt beider, jeder kriegt einen Tank von den beiden. Wir haben ja 5 Einheiten aktuell. Ich glaube, wir werden das so machen, dass er mal hier rüberkommt mit dem. Und dann machen wir das mal so. Splitten wir den ein bisschen. Ja, das ist das Coolste, was ich jemals hatte. Holy moly. Ich habe jetzt eine komplette Range-Back-Frontline. Das heißt, wenn ich Warrior baue und einfach Kavaliere und so weiter. Thieves Claw. Brauchst du noch eine Träne, wäre ein Blue Buff. Für Yasuo später. Ein Rango. Hand of Justice kann ich Yone geben, oder? Theoretisch. Will der Hand of Justice? Er will auf jeden Fall noch einen. Will er Hand of Justice? Eigentlich braucht er es nicht. Er braucht nämlich, eigentlich will ich. Wegen gebe ich Hand of Justice. Ich muss die Items wegkriegen, ist ne? Blue Buff würde auch nicht so viel bringen, gerade auf links. Wir werden mal 50 Gold sparen. Und dann rollen wir ein bisschen. Immer so soft. Weiß nicht, ob man das so nennt. Wir brauchen einen Nunu. Auch wichtig. Bietet er sich nochmal? Nee, ne? Ja, 82 AP ist in Ordnung. So, First Aid Kit könnten wir mitnehmen. Können wir mitnehmen, weil wir haben ja diesen Mirage Trade, ne? Für mehr Heilung. Was ja theoretisch nochmal erhöht wird dadurch, right? Aber wenn wir 6-mal haben. Okay, das könnte krass werden. Wir müssen aber langsam hitten. Also wenn wir jetzt nicht unsere Einheiten langsam bekommen, dann wird das hart. Ne? So langsam müssen wir unsere Einheiten kriegen. Ansonsten wird das Ganze ziemlich schwierig. Also Yone 2 und so weiter. Oha, der ist schon böse hier, der. Kann er die töten noch? Der macht halt sehr viel Damage, ne? Los, Leona! Ja! Ho! Ich hatte kurz Angst. Ich meine, Loose hätte ich auch mitgenommen, hätten wir noch ein bisschen Gold wegen Loose Streak, aber. Ich hatte ganz kurz Angst, ey. Und leveln wollen wir eigentlich auf 4-1 dann, glaube ich, wieder. So, bitte gib mir einen Nunu. Wir müssen jetzt anfangen zu rollen.
Wir brauchen langsam eine Nunu. Einfach alle Laser schießen, ja. Nice, das ist sehr, sehr wichtig. Ich könnte Volibear reintun. Anstatt Sejuani, in der Theorie. Der hat ja diesen Attack-Speed-Ding, ne? Ich packe kurz mal Volibear rein. Ich will mal gucken, was der macht. Der Range-Volibear mit Hand of Justice. Weil der macht sich ja gleich groß. Und macht damit jeder dritten Attacke Bonus nochmal, ne? Alle spielen Nomsi. Also ich habe sehr viele Nomsi-Spieler jetzt gesehen, glaube ich. Ich glaube, es ist der dritte, den ich hier habe, der Nomsi spielt. Ich glaube, das ist der dritte Nomsi-Spieler. So, wir bauen den Bogen. Bitte. Cool. Hätten wir theoretisch einen Last Whisper. Ich glaube, wir machen Last Whisper auf Yone. Ja, ich denke, Last Whisper wird gut. Das ist, denke ich, in Ordnung. Wichtig, wichtig. Nochmal Jones. So, wir hätten theoretisch bald Leona 3 sogar. Nein, ich konnte nicht mehr tauschen. Den Volibear will ich wieder rausschmeißen, glaube ich. Da kommt wieder die Rell rein, die Sejuani rein. Und ich glaube, ich werde einen riesigen Haufen spielen sogar. Ich glaube, mein Plan wird sein, einen riesigen Haufen zu spielen in der Ecke. So, ich wollte Sejuani wieder reintun. Kommst raus. Und wir machen einen riesigen Haufen. So. Ich habe bestimmt schon mal eine Nunu übersehen, oder? Bin ich sicher. Ziemlich sicher habe ich schon tausende Nunus übersehen. Oh, warte. Deja. Mirage. Bin ja doof. Brauche ich ja. Junge, der hat schon eine Zoe. Holy moly. Das war auch schon Level 7, ne? Er ist auch schon Level 7, ey. Er war zwei Level über mir. Also. Mirage. Wir haben immer noch kein Nunu. Das nervt ein bisschen. Wir haben leider immer noch kein Nunu, ey. Item Remover ist perfekt für mich. Ich will so gerne Nunu haben. Da. So, Rell. Goodbye. Nunu rein. Nunu kriegt den Gurt. Und du kriegst das. Und du bist raus und du bist raus und du bleibst noch mal hier. Stimmt, die Syrah knallt rein, ja. Weil wir alle hier auf einem Stack hocken. Aber er hat jetzt eine ziemlich gute Frontline, ne, muss man sagen. Er hatte keine Items.
Eine ziemlich gute Frontline. Gewinnen wir das? Das wäre so big. Nice. Wir haben gewonnen. Ich bin immer so happy, wenn wir ein bisschen gewinnen, wenn wir so weit unten stehen. Wir haben jetzt 6er Mirage. Und 8er Mirage können wir nicht machen. Das bringt nichts. Ich glaube, ich nehme die Thief Gloves, ehrlich gesagt. Weil so viele Trades habe ich nicht aktiv, ne? Leona? So, Sejuani kommt raus. Du kriegst den Heini hier. Und du kriegst den Heini hier. So. Du kommst raus. Sejuani wird verköft. Dich behalte ich nochmal kurz. So, okay. Jetzt brauchen wir noch zu eine Leona. Leona 3. Das wäre sehr, sehr großartig. Junge, was hat der für eine Bomben? Joni, ich vertraue dir. Schade. Aber es war ein guter Lose. Stimmt, ja, die 45 Gold wären Level gewesen, ne? True. Hätten wir auch machen können. Ja. Wäre sogar gar nicht bad, weil wir auch Yasuo brauchen. Wäre sogar gar nicht mal so bad, glaube ich, gewesen. Wir müssen leider weiter den... Nice, Leona 3. Großes Upgrade. Sehr großes Upgrade. Wir müssen leider weiter Yone suchen, ne? Brauchen noch dreimal Yone. Wir brauchen leider noch dreimal Yone. Alle spielen Zoom, aber das ist gut, wenn alle Zoom spielen, weil das ist dann gut contested. Das war nicht so gut, weil das uns hart countert. Wenn wir alle auf einem Haufen stehen, werden gleich alle explodieren. Durch den Zoom. Bumm. Ja, alle dead. Sehr, sehr viele, die Zoom spielen gerade. Okay. Yasuo. Oh mein Gott, Yasuo mit Blue. Holy shit. Nein, das war das perfekte Item. Das war das perfekte Item, Leute. Yone mit Dings. Yasuo mit Dings. Oh, Leute. Ja, der countert mich gut, aber das machen viele. Also viele haben ihn so. Ich glaube, drei Leute oder so. Und dann gibt es noch hier die anderen Lümmel. Noch ein, noch ein. Oh mein Gott, was war das denn für ein Luck? Holy. Excuse me, was war denn das gerade? Ich habe dreimal hintereinander gerollt und dreimal Yone bekommen. Jetzt haben wir Yone 3. Jetzt braucht er nur noch hier sein Rageblade. Vielleicht kriegt er das irgendwie. Das war insane lucky, muss ich sagen. Jetzt braucht er nur noch sein Rageblade. Weil so macht er halt relativ wenig, ne? Braucht er nur noch sein Rageblade. So, ich überlege, ob ich mich doch mal splitten sollte. Das ganze Lack aufgebraucht wird, ja. Na, wir müssen immer noch Top 4 kommen, ne? Eine Runde werde ich noch chillen. Und dann werden wir leveln. Ja, wir brauchen halt immer noch das Item für ihn. Das ist noch ein bisschen die Problematik. Und dann packen wir Pantheon rein. Das ist leider die Problematik, dass wir das Item noch für ihn brauchen.
Ohne das Item ist halt nur halb so gut, sage ich mal. Ah, das ist wieder der Zoom, ne? Ne, ist er nicht. Ratten spielt er. Ich verliere so viel. Mein Ion 3 macht nichts an Schaden. Ich hoffe nicht, dass ich rausfliege. Ey, das ist gerade eine coole Runde. Also jetzt sind wir bei dem und jetzt wollte ich leveln, ne? Jetzt kann ich versuchen, das Item zu bekommen auch. Das Rageblade kann ich jetzt versuchen. Das wäre gut für ihn. Gibt es hier ein Rageblade überhaupt drinne? Warte mal, ich brauche einen Stab. Da ist es. Perfekt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich brauche einen Stab. So. Rageblade. Mana-Ding. Blue Buff. XP. Rein. Soweit so gut. Nur mit 2. Jetzt sind wir relativ strong gerade, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind wir relativ strong gerade. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das überleben, ne? Bringt das was, wenn ich die vielleicht so stelle? Glaube ich die doch, dass ich die doch mal splitte irgendwie? Kannst mal versuchen, ne? Vielleicht muss ich die doch nach vorne packen, nicht nach hinten. Weil die doch schon sehr geklammt sind dann. Vielleicht ist es besser, wenn die doch alle vorne stehen. Weil das dann mehr gesplittet ist, der gegnerische Schaden. So wie ich meine, das Positioning ist vielleicht einfach Troll gerade, was ich hier habe. Vielleicht troll ich einfach extrem mit meinem Positioning rein. Weil die ja den ganzen Schaden, das macht ja Sinn. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, der ganze Schaden wird ja gerade zentriert in diese Ecken. Aber wenn ich die vorne hinstelle, sollte der Schaden ja nicht mehr zentriert sein, ne? Weißt du, wie ich meine? Wenn ich das so vielleicht mache irgendwie. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Positioning bin ich leider nicht so smart. Und ich weiß nie, gegen wen man gerade spielt. Spiele ich gegen den jetzt? Heißt das das vielleicht? Ah, okay. Das heißt, glaube ich, dieses Kampfding, gegen wen ich spiele. Der nervt. Weg. Jon, du musst jetzt ballern. Du musst jetzt so ballern, Jon, wie du noch nie geballert hast. Er hat so geballert. Es hat besser funktioniert, ne? Wo ich so ein bisschen more split war. Und ich weiß jetzt auch, wo ich sehe, gegen wen ich als nächstes kämpfe. Jetzt kämpfe ich gegen den. Right? Der ist so. Gegen den kann ich eigentlich so stehen bleiben, glaube ich. Ich glaube, gegen den kann ich so stehen bleiben. Der Jon hat gerade geballert, ja. 12.000 Schaden. Ich kann vielleicht so machen. Kiana wird hier rüberspringen. Ne? Das heißt, ich mache die mal so, damit der das vielleicht decken kann, dass die Kiana nicht auf den geht. Vielleicht klappt's. Kiana ist auf ihn gegangen. Das ist eine Level 1 Kiana. Eigentlich solltet ihr den nicht ballern können. Oder? Sehr gut. Ihn muss ich noch auf Level 2 kriegen. Ihn noch auf Level 2 kriegen. Er macht auch sehr viel Schaden, glaube ich. Ja. Ihn muss ich noch auf Level 2 kriegen. Aber ich habe gerade... Ich schaffe es gerade noch ein bisschen zu überleben. Wo ist er? Da ist er. Den brauche ich. Hm.
Und dann muss ich für ihn runterrollen. Eventuell. Platz 4 noch nicht, ne? King Otter ist noch drin, ne? Jetzt muss ich für den runterrollen. Ob ich jetzt halt runterroll oder. Ne, ich spare nochmal Gold. Ich bin mal greedy. Ich bin greedy. Ich hoffe, dass ich noch überlebe ein bisschen. Gegen wen kämpfe ich jetzt? Gegen ihn. Passt. Gegen den passt, glaube ich. Die weiter rüberstellen, weil der so runterschießt, glaube ich. Ich glaube, so ist okay. Ich glaube, der schießt so, ne? Die Leona. Schießt er so auf die Leona? Ja, perfekt. Gut, dass ich die da weggenommen habe. Ne, da standen die ja vorher. So, Yone wieder time to shine, bitte. Bitte, Yone. I trust you, Yone. Du musst jetzt so blasten. Blaste, blaste. Nice. Er hat so geblastet. Er hat so geblastet. Das war aber auch ein Bot, kann das sein? War das ein Bot? I don't know. Nice. Yummy. Oh, wir kämpfen gegen ihn. Puh. Oh, Doppel-Locket. Doppel-Locket war ja so big. Leona, hielt dich hoch. Wieso ist der so unbesiegbar? Hm. Das ist mein Tod hier. Obwohl. Das sieht gut aus. Der Yone dreht durch. Holy moly, wir leben noch. Und jetzt kommt wieder die Dingsrunde. Sind wir Top 4, bitte? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind Top 4. Nice, ey. We did it. Und da ist noch so ein Handschuh drin, für irgendjemanden. Einfach ein Pantheon, I guess. Wäre schön, wenn wir Level 3 noch hätten oder so. Das wird Top 3. Mal mal sehen. Die werden ja auch immer stärker, ne, die Leute. Und das sind schon immer sehr knappe Runden, muss ich sagen. Wir hatten halt gerade Glück, dass wir einen Zephyr bekommen haben und einen Doppel-Locket. Das war sehr, sehr glücklich. Das werde ich Pantheon geben, glaube ich. Gegen den kämpfen wir. Gegen den kämpfen mache ich wahrscheinlich die hier in die Ecke. Und die beiden hier hin. Ne, der hat auch eine Nila. Das heißt, der muss so hin. Ich mache die mal so. Ah, der ist in einer doofen Reichweite hier. Mal sehen, mal sehen. Er macht halt auch guten Schaden. Ich habe zwei Leute, die sehr, sehr viel Damage machen. Bin ich dead? Ja. Ich hätte vielleicht nochmal leveln sollen oder so. Aber wir sind Vierter geworden. Bin ich happy mit. Ich war mir nicht sicher, wie ich platzieren soll gegen den, aber sind wir Vierter? Wieso? Der hat minus 99. Wir wären fast Dritter. GG. Coole Runde. Ja, Yone hätte belieben müssen. Ich glaube, mit besserem Positioning hätten wir es vielleicht machen können. Tatsächlich. GGs.